The key word today is now. Key word today is now. Question number one. What does the word now mean to you? Okay, don't worry over things that you don't have control. The only thing we have control over is now. Okay, good. So today when we get a stop, when we get a rebound, make sure you freaking fly. We fly, we fly, we fly. We do not jog, we do not sprint, we fly. The word now is all that matters. Playoffs are now. 1, 2! Mein Kindheitstraum ist natürlich die NBA. Seit von dem habe ich geträumt, seit ich angefangen habe, Basketball zu spielen. Ich wollte unbedingt den Weg gehen und wollte halt unbedingt das höchste Ziel erreichen. Ein großer Schritt war schon mal für mich, dass ich nach oben gekommen bin. Es ist halt natürlich was Neues, neue Umgebung, neue Trainer, neue Mitspieler. Und das war für mich einer der wichtigsten Schritte. Es ist auch was erstmal vom Zuhause weg. Und natürlich sind jetzt der nächste Schritt ist für uns und natürlich persönlich für mich das Top 4. Und wenn schon dann im Top 4, dann natürlich die Meisterschaft. Ich bin in Ulm geboren, bin hier aufgewachsen und habe auch eigentlich meine ganze Basketballkarriere hier verbracht. Bei meinem ersten Basketballspiel war ich vor ungefähr 12 Jahren in der Ulmer Kuhberghalle. Damals hat Ulm noch in der zweiten Liga gespielt. Dort lagen Flyer aus für Jugendtraining. Klang interessant für mich, weil mir nicht nur das Zuschauen Spaß gemacht hat, sondern ich es auch einfach mal ausprobieren wollte. Dann bin ich zum Training gegangen. Thomas Stoll war damals der Trainer, hat mir einfach sehr Spaß gemacht und deswegen bin ich auch immer dabei geblieben. Angefangen habe ich in der U8 zu trainieren, habe dann eigentlich alle Jugendteams durchlaufen, von der U8, U10, U12, U14 bis zur JBBL und jetzt in der NBBL. Am meisten investiert man natürlich Zeit, man trainiert jeden Tag praktisch, man hat Spiele am Wochenende, aber ich glaube, die Zeit, die man investiert, bekommt man auf jeden Fall wieder zurück, weil es einem einfach immer Spaß macht. Ich glaube, vor allem, wenn man als junger Spieler schon lernt, dass man mit seiner Zeit umgehen muss und dass Zeit auch kostbar ist, dann hilft es einem bestimmt auch später im Leben weiter, wenn man einfach vom frühen Alter schon gelernt hat, dass Zeit nicht einfach umsonst ist, sondern dass man wirklich sie einteilen sollte. Mit dem Top 4 in der Kuhberghalle würde sich für mich ein Kreis schließen. Als kleines Kind noch immer in die Kuhberghalle gekommen, um anzufeuern und die Spiele anzuschauen und dann selber im Mittelpunkt zu stehen, wäre natürlich super für mich. Und eine große Ehre. I really don't know what happened with game one against Munich. Like, our anxiety level was over the top. And then finally in the third quarter, Ibam started making plays. And all of a sudden, you know, Ibam comes back and they tie the game. This was a really valuable point because you know, it put us really, for the first time, you know, it put our backs against the wall in the playoffs. We are lucky that our defense functions well enough so that we can, you know, we cannot be shaken up so bad, and you know, we came out as a winner. I believe that functioned as a great teaching point or learning point for our team, that we, you know, we have to improve. Also wir sind ja letztes Jahr ausgeschieden im Viertelfinale gegen Frankfurt, und wie wir dann in die Kabine gegangen sind, hat ja jeder so ein richtig mieses Gefühl. Und ich habe mir halt dann persönlich gesagt, so, ich will dieses Gefühl nicht nochmal erleben. Und ich habe auch meinen Trainer sozusagen
geschworen, dass wir es nächstes Jahr weiterbringen. Also auf jeden Fall ist das Ziel Top 4. Let's go! I think we did a great job in game two. I think that was one of the by far the better performances against a very good team. Offensively, we executed. We pretty much worked consistently and with patience to get those shots that we really want. And most of all, I think the game two, like our defensive performance was one of the better ones we've had so far. We definitely belong to Final Four. I mean, this really proves it. And you know, once the Final Four starts, we of course want to prove that we really, really belong in there. We are not done yet.